Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Wir werden heute mit einer Reihe anfangen, einer Meditationsreihe, wo wir uns mit so aufgestiegenen Meisterenergien beschäftigen. Man kann sich das mal vorstellen, so Meisterenergie ist eine Art Hilfsenergie, ist ein Bild für eine Hilfsenergie, die man aktivieren kann, wenn es um Ebenen geht, wo man selber noch nicht so ganz klar ist oder Dinge selber für sich noch nicht so ganz erlöst hat oder das Gefühl hat, dass man hängt. Und heute geht es darum, dass wir Konzepte aufspüren, gespeicherte Konzepte, gespeicherte Vorstellungen, die verhindern, dass man sich entspannt. Also was verhindert bei dir, dass du dich entspannst? Und zwar in deiner Vorstellung, in deinen Konzepten, was du vielleicht tun solltest, wie du sein solltest, was du noch erledigen solltest. Und das sind so gespeicherte Konzepte. Und da gibt es eine Meisterenergie oder eine Meisterin in dem Fall, das nennt sich so Lady Portia, die hat so verschiedene Farbspektren, wenn du Aurasoma kennst, das ist so ein bisschen so ein kräftigeres Orange. Und sie wird aber auch ganz gerne in so violett dargestellt, also von den Farben her, dass man dann einen Punkt hat. Und da geht es eben um Lösen von Urteilen. Wo beurteilst du, wo verurteilst du, wo hast du Konzepte gespeichert, die dich selber einschränken, die dir selber nicht gut tun, die dich selber beeinflussen. Naja, und da schauen wir uns heute mal an, wie wir mit dieser Energie arbeiten. Das Schöne ist, wenn du mit so einer Meisterenergie in Verbindung kommst, in Verbindung trittst, dann ist das so eine Art Einweihung. Das heißt, dieser Kanal bleibt dann bestehen und deshalb ist das auch so eine Einweihung in diese Meisterenergie, wenn man das erste Mal damit arbeitet. Ich wünsche dir eine schöne Reise und ein gutes Lösen deiner Konzepte. Du kannst jetzt mal deine Augen schließen und einfach mal so tief einatmen und wieder ausatmen und atme nochmal tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du ruhiger und entspannter, kannst dich immer mehr und mehr auf dein Innerstes einschwingen. Den Punkt in dir, wo du ganz in der Gegenwart, ganz im Hier und Jetzt verweilen kannst. Also der Punkt, der jenseits von Zeit und Raum ist. Und du kannst dir diesen Punkt als strahlend weißes Licht vorstellen, als einen Punkt im Zentrum deines Körpers, auf den du dich jetzt fokussierst und ausrichtest. Dein ganzes Bewusstsein strebt nun zu diesem weißen, strahlenden Licht, diesem Gegenwartspunkt, diesem Punkt von hier und jetzt. Und du kommst nun an diesem Punkt an, und du spürst, wie deine Alltagskleidung von dir abfällt und wie du von Kopf bis Fuß in ein weißes Gewand gekleidet wirst.
Es ist ein ganz sanfter Stoff, er fühlt sich fast an wie Seide, aber es ist noch was Leichteres als Seide. Und du fühlst nun so dieses weiße Gewand, wie es sich an deinen Körper schmiegt. Du spürst, dass eine tiefe Reinigung stattfindet. Und du spürst, dass jegliche Anspannung von dir abfällt und auch jegliche Zweifel, alle Sorgen, alle Verzweiflung von dir abfällt. Atme nun tief ein und wieder aus. Und mach dir bewusst, dass du an diesen Ort gekommen bist, um alle vorgefertigten Konzepte, alle gespeicherten Muster und Regeln, alle Urteile, die dich daran hindern, entspannt in deiner Mitte zu sein, sodass du deinen Alltag in deiner höchstmöglichen Schwingung begehen kannst. All diese Muster möchtest du heute reinigen, transformieren und loslassen. Vielleicht hast du diese Regeln schon in der Kindheit gelernt. Vielleicht hast du dir diese Herangehensweise im Erwachsenenalter angeeignet. Das können moralische Konzepte sein. Das können Vorstellungen sein, wie du sein solltest. Alle Gedanken oder auch emotionalen Konzepte, die dich nicht in deiner Mitte sein lassen, die dich dazu führen, dass du deine Energie verausgabst und dass du dich nicht entspannen kannst und in deiner höchstmöglichen Schwingung verweilen kannst. Und du musst diese Programme nicht alleine aufspüren. Du bekommst heute Hilfe zur Verfügung gestellt. Zuallererst begrüßt dich dein höheres Selbst. Und über dein höheres Selbst, den höchsten Teil deines Bewusstseins, erlaubst du dir nun, Kontakt zu einer Meisterenergie aufzunehmen. Und du machst es mit den Worten: Ich bitte nun um die Unterstützung und Hilfe von Lady Portia. Ich bitte nun um die Unterstützung und Hilfe von Lady Portia, auf dass sie an meine alten Programme rührt, auf dass sie sämtliche gespeicherten Urteile, Vorurteile und moralischen Konstrukte löst, die mich in meiner Energie einschränken, die mich nicht in meine Kraft kommen lassen. Und durch diese Anrufung spürst du nun, wie die Energie von Lady Portia sich hinter dir manifestiert. In deinem Rücken entsteht ein kraftvolles, violettes Licht. Und du spürst, dass du von zwei Händen, sanften Händen,
an den Schultern berührt wirst. Dies ist die Energie von Lady Portia. Und nun sprich weiter. Ich bitte um die Gnade, die Energie von Lady Portia in meinem Leben, meinem Bewusstsein und meinem Energiesystem und meinem Körper zu empfangen, auf dass alle gespeicherten Programme, die mich nicht in meine Kraft kommen lassen, die verhindern, dass ich zu 100% entspannen kann, dass all diese Programme gelöst werden und transformiert werden, soweit es von meinem höheren Selbst aus erlaubt ist. Ich bitte nun um die Gnade, die Energie von Lady Portia in meinem Leben wirken zu lassen. Und du spürst jetzt, wie violettes Licht durch dein System zu fließen beginnt. Zuerst dort, wo Lady Portia dich berührt an deinen Schultern, fließt dieses violette Licht ein in deine Arme. In deinen Brustraum, deinen Bauchraum. Die Wirbelsäule entlang bis in dein Becken, die Hüften. In deine Oberschenkel, Knie, Waden und deine Füße bis hinein in die Erde. Und nun berührt dich Lady Portia auf deiner Stirn bei deinem dritten Auge, sodass du nun die feine Energie, das Lösen von gespeicherten Urteilen, von Beurteilungen und Verurteilungen jetzt wahrnehmen kannst und auch dein Gehirn, dein Nervensystem entspannt sich und spürt die Energie von Lady Portia. Du kannst nun wahrnehmen, dass dein Körper und dein Energiesystem vom Licht von Lady Portia erfüllt sind. Alle niedriger schwingenden Frequenzen oder Organe werden jetzt Schritt für Schritt vom Licht von Lady Portia berührt und vorgefertigte Konzepte reinigen sich. Aus jeder Faser deines Daseins, aus jeder Faser deiner Organe, deines Körpers, deines Nervensystems. Du erlaubst dir jetzt einmal tief ein und wieder auszuatmen und spürst, dass auch Lady Portia jetzt sämtliche Konzepte, die du gegenüber der geistigen Welt gespeichert hast, sämtliche Bilder und Vorstellungen jetzt transformiert werden. Du
Du spürst, wie sich dein Kanal nach oben hin öffnet, wie er ganz klar in Verbindung mit deinem höchsten Selbst tritt und wie dieses Licht eins mit dir wird, dein höchstes Bewusstsein, die höchste Klarheit. Und dieses Licht deines höheren Selbsts fließt nun durch deinen Körper, durch dein Becken in die Hüfte, über deine Beine in die Erde und erdet sich dort. Hier und heute erlaube ich mir und bitte darum, von der geistigen Welt unterrichtet zu werden. Ich bitte um die göttliche Inspiration von Lady Portia. Ich bitte darum, ihre Energie immer wieder in meinem Leben aktivieren zu können, auf dass sich jegliches Vorurteil löst, auf dass sich jegliche vorgefertigte Meinung transformiert, sodass ich frei bin und mit einem klaren Bewusstsein durch mein Leben gehen kann. Und du spürst nun, dass diese energetische Bitte angenommen wird, dass Lady Portia bejaht, dass du nun mit der Energie von Lady Portia arbeiten kannst, sie anrufen kannst und dass du sie in deine energetische Arbeit, in deine Meditation mit einladen kannst. Du spürst nochmal, wie sich Anstrengungen und vorgefertigte Konzepte lösen, wie du immer freier wirst, stabiler wirst und wie alte Anspannungen aus deinem System gelöst werden. Du spürst, dass du einen ersten Schritt in die wunderbare Welt der geistigen Führer und Meister getan hast. Du spürst, dass dieser Kanal zu Lady Portia jetzt geöffnet ist und dass du ihre Energie immer wieder in dein Leben anrufen kannst. Bedanke dich nun bei Lady Portia für ihre Geduld und ihr Dasein. Und erlaube dir, jetzt auch jenseits deines Verstandes, deines Bewusstseins, mit deinem Herzen diese Meisterenergie wahrzunehmen, sodass du dich fallen lassen kannst und sämtliche gespeicherten Urteile dein System verlassen. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre, wie Anspannungen, Verklumpungen, verbrauchte Energien, eingefahrene Muster dein System verlassen.
spüre, wie dein Energiesystem aufgeladen ist, wie du freier bist. Und atme nochmal tief ein und wieder aus. Und bedanke dich bei der Energie von Lady Portia. Und verabschiede dich von Lady Portia. Und du spürst, wie ihre Energie noch etwas nachwirkt. Aber auch sie verabschiedet sich. Und du bleibst im Hier und Jetzt mit deinem höheren Selbst verbunden. Atme nochmal tief ein und wieder aus und nimm dieses rein weiße Gewand wahr. Bedanke dich bei deinem höheren Selbst und verabschiede dich von deinem höheren Selbst. Erlaube dir, das weiße Gewand wieder abzulegen und in dein Alltagsgewand zurückzuschlüpfen. Sämtliche vorgefertigten Konzepte, Urteile, die sich lösen durften, wurden heute gelöst. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus und kommst dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Spürst nochmal nach, spürst deinen Kanal, trennst dich klar ab, verschließt deinen Kanal und du weißt, dass du ihn jederzeit wieder öffnen kannst. Atmest noch einmal tief ein und wieder aus und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit und diesen Raum zurück, streckst dich durch, bewegst deinen Körper und öffnest deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Das war jetzt also die Reise zu Lady Portia, die Einweihung in diese Meisterenergie. Wir werden jetzt in nächster Zeit noch mehr so Einweihungen machen. Und du kannst dir da vorstellen, da wird einfach ein Kanal aufgemacht und du kannst dann so mit dieser Hilfsenergie weiterarbeiten. Ich möchte nochmal vorwegschicken, bitte sieh diese Meisterenergien als Symbole, als Bilder an. Das sind jetzt keine imaginären Freunde, die dir sagen, geh links oder rechts, sondern das sind Bilder, die dir helfen, gewisse Aspekte zu aktivieren. Und ich denke, dass du so besser fährst, als wenn du dir das immer so sehr profan vorstellst. Also so, als wäre quasi das ein imaginärer Freund, ein imaginärer Kumpel. Das führt relativ schnell zu Verwirrung. Ja, das war's für heute. Wenn dir das gefallen hat, diese Reise, dann lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Wenn du mehr energetisch arbeiten willst, schau mal auf mein Kursprogramm auf www.rni.com, da biete ich ja immer wieder neue Workshops an. Und ja, und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Und falls dir was einfällt, schreib es mir in die Kommentare. Ich höre auch gern, wie es dir mit der Meditation gegangen ist. Oder falls du irgendwelche Energien hast, wo du sagst, da möchtest du mal eine Einweihung, schreib es ebenfalls in die Kommentare. Tschüss, bis nächstes Mal. Dein Oliver Erni.